Guten Abend, ich grüße Sie. Schön, dass Sie einschalten. In Frankreich startet der Jahrhundertprozess um die Terrornacht von Paris nach der Anschlagsserie am 13. November 2015. Außerdem, wie sich die Kanzlerkandidaten schon jetzt beim französischen Präsidenten empfehlen. Der Grundstein für jegliche Europapolitik. Und wir stellen Ihnen einen absolut lesenswerten Roman vor, Madame Hayat des türkischen Schriftstellers Ahmet Altan. Aber zuerst nach Frankreich. Fast 6 Jahre ist es her. 130 Menschen tot, die unbeschwert ein Konzert sehen wollten, ein Fußballspiel oder ein Feierabendbier trinken. Heute hat die juristische Aufarbeitung der Anschläge begonnen. Ein Mammutprozess, wie es ihn noch nie gab. 9 Monate sind dafür geplant. Johanna Siegel berichtet. Ja, so ziemlich jeder in Frankreich dürfte sich daran erinnern, wo er oder sie an dem Abend der Anschläge war. Ähnlich wie bei 9/11. Und diejenigen, die direkt betroffen waren, den Horror miterleben mussten oder jemanden verloren haben, verfolgt der 13. November 2015 bis heute. Wie sie mit dem Schmerz umgehen und was sie von dem Prozess erwarten, sehen sie selbst. Ja, und über diesen Mammutprozess wollen wir jetzt sprechen mit unserer Frankreichs-Korrespondentin Erat Feist. Guten Abend. Erat, Sie haben den Tag in Paris für uns beobachtet. Wie würden Sie die Stimmung beschreiben? Palais de Justice entschieden, mitten in der Stadt, statt für das neue Gebäude am Rande von Paris. Wir sind da. Was bedeutet dieser Prozess für Frankreich? Nun, zunächst ist er wichtig für den französischen Justiz in Würde, hier arbeiten muss. Dann geht es um das kollektive Gedächtnis. Dieser Errat nach Paris für dieses Stimmungsbild am heutigen Tag. Ja, und wir wechseln das Thema. Die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich ist etwas absolut Besonderes. Bilder wie diese, unvergessen. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, François Mitterrand und Helmut Kohl. Die Kanzlerin, die das Vergnügen mit gleich 4 französischen Präsidenten hatte. Diese wertvolle Freundschaft zu unseren Nachbarn sorgsam zu pflegen, gilt als Selbstverständlichkeit für die europäische Zusammenarbeit. Und so üben sich die Kanzlerkandidaten auch jetzt schon im Beziehungsaufbau. Die einen mehr, die anderen weniger. Nach Scholz war heute Laschet in Paris. Andreas Trabusch berichtet. Die Tugend fördern und das Laster verhindern. Dafür gibt es in der neuen Taliban-Regierung eigens einen Minister, also einer, der aufpasst, dass die Scharia eingehalten wird. Gestern haben wir erfahren, wie das künftige Kabinett aussieht. Und grob gesagt hat sich im Vergleich zur Taliban-Regierung vor 20 Jahren nicht viel geändert. Auf dem rheinland-pfälzischen US-Stützpunkt Ramstein haben US-Außenminister Blinken und Außenminister Maas darüber beraten, was von dieser neuen afghanischen Regierung zu erwarten ist. Aljenoch Karia sagt uns mehr. Wer Frankreich gut kennt, weiß, im August steht so gut wie alles still. Jetzt im September lebt das Land wieder. Die Schule fängt wieder an und alle reden von der sogenannten Rentrée. Auch von der Rentrée littéraire, denn nach dem Sommer erscheinen alle wichtigen Bücher des Jahres. Unserer Frankreich-Korrespondentin Erat Feist ist vor allem eine Neuerscheinung ins Auge gestochen. Madame Hayat des türkischen Schriftstellers Ahmet Altan. 4 Jahre saß er im Gefängnis. Inzwischen ist er frei, das Buch aber hatte noch sein Anwalt rausgeschmuggelt. Fazit unserer Autorin, ein wundervoller Roman, der die Macht der Literatur feiert. Bei uns aber wird er veröffentlicht. Nächstes Jahr im Mai 2022 im Fischer Verlag unter dem Titel Hayat heißt Leben. Das waren die Nachrichten von diesem Mittwoch. Wir informieren Sie morgen wieder Arte Journal um 19:20 Uhr. Schönen Abend.